Ohne Musik, Kunst und Kultur können sich viele von uns ihr Leben gar nicht vorstellen. Genau das trifft auch auf den leidenschaftlichen Kulturarbeiter und Aktivisten David Breth zu. Der 35-jährige Innsbrucker mit Ötztaler Wurzeln hat vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Er ist Geschäftsführer des Kulturzentrums PMK und er sitzt auch im Aufsichtsrat des Tiroler Landestheaters. Mehr über den Kulturarbeiter zwischen den Welten erfahren Sie jetzt in unserer Reihe Tiroler Leut. Ob Hochkultur oder Underground. Alles fließt in den Augen von David Breth. Er ist offen für vieles und will Grenzen abbauen. Jede Form von Kultur bereichert unser Leben. Nehmen wir jetzt ein Metal-Konzert zum Beispiel und irgendwie eine Beethoven-Sinfonie oder so, da geht es oft gleichermaßen um Intensität. Oder es geht um Leben, es geht um Tod. Natürlich sind vielleicht die Vehikel, deren man sich bedient, unterschiedliche, aber ich finde, es gibt mehr Überschneidendes als Trennendes eigentlich. Der leidenschaftliche Kulturarbeiter geht gerne in die Berge. Das vor allem in Tirol beliebte Gegeneinander-Ausspielen von Sport und Kultur pariert er gelassen. Meine Traumvorstellung wäre, dass auch Tirol erkennt, dass Kultur ein Urlaubsgrund sein kann. Also die Leute kommen nicht nur wegen Natur und Bergen her, natürlich auch und Sport, aber auch Kultur kann eine Reiseentscheidung sein oder eine Entscheidung, wohin zu ziehen. Seit 2017 leitet der studierte Literaturwissenschaftler. Dieses Studium habe seinen Blick auf die Welt geschärft, die PMK, Plattform Mobile Kulturinitiativen. Keine One-Man-Show, sondern ein Team, das den Raum kollektiv bespielt. Wir haben so von Techno-Kids bis Mettlerinnen bis Menschen, die sich mit Diskurs auseinandersetzen, als da. Nicht verzweifeln, sondern kreativ sein. In der auch für die Clubkultur harten Pandemiezeit hat man versucht, die Szene bei Laune zu halten. Etwa mit Schaufensterkonzerten. Die waren kein Lärmproblem auf der Straße, im Unterschied zu anderen Festivals im Zentrum. Nachdem der Hafen und der Weekender zugesperrt haben, brauche auch die Jugend Platz im öffentlichen Raum. Wenn man in der Innenstadt wohnt und die Ruhe des Landes erwartet, dann muss man einmal ein bisschen seine Haltung einmal hinterfragen. Also, es ist ein Zusammenleben. Und es ist so, dass Innsbruck durchaus Fußball-EMs aushaltet, Stadtläufe aushaltet, laute Moderationen aushaltet. Dann kann man schon vielleicht einfach mal ein paar Tage ein lauteres kulturelles Programm auch aushalten. Also, da muss man einfach ein bisschen fair bleiben. Der vielseitige Netzwerker sitzt auch im Aufsichtsrat des Tiroler Landestheaters als Parteiloser. Keine Berührungsängste hat David Breth mit der Tiroler Tradition. Andere Welten, aber ähnliche Zugänge verbinden ihn mit Karl Berger, dem Chef des Volkskunstmuseums. Auch wenn er selbst noch nie eine Tracht getragen hat, schätzt er sie. Und er steht zu seinen verzweigten Wurzeln. Die Ötztaler Tracht hat insofern eine Beziehung zu meinem Dasein, da meine Familie aus dem Ötztal kommt, also im so halb Kongo, halb Ötztal. So ist mein Zustandekommen in der Welt vonstatten gegangen. Wach bleiben, hungrig bleiben und mitdenken. Kultur sei nutzlos und schön, titelt er mit einem Augenzwinkern. Das ist einfach auch ein bisschen vielleicht ein selbstironisches Wissen, dass die Dinge, die wir tun im Kulturbetrieb, oft einmal vielleicht nicht finanziell nur verwertbar sein müssen. Es kann einfach einmal nutzlos sein, wenn man so will, aber auch schön. Ganz in diesem Sinn sind Mitte Mai alle zu einem großen Fest in die Bogenmeile eingeladen, um bei Tageslicht die urbane Schönheit zu genießen.